Freunde, wir haben keine Zeit. Schichtbeginn. Ich bin mal wieder unterwegs als euer Freund und Helfer. Naja, einigen wir uns auf Freund, ja, aber ich werde nicht eher ruhen, bis ich die deutschen Autobahnen von dem Geschmeiß der STVO-Sünder gereinigt. Oh Gott. Hans, mach schon mal den Wagen an. Oh, was ist mit ihm? Hey, guck mal. Der hat übelst Kraut geraucht. Hans, hinterher. Oh, das Ding, Alter. Gib mir endlich mal was mit Turbo. Nee. Alter, der hat mittlerweile die alaskanische Grenze passiert. Da vorne ist er. Schnapp ihn dir. Hans, der Taser. Jetzt. Guck mal, Alter, das ist nicht ganz glatt. Alter. Du Ferkel. Raudi, du. Stopp. Mit der Polizei. Offensichtlich. Pass auf. Jetzt. Jetzt gibt's richtig Rambazamba hier. Pass mal auf. Du gehst ab in den Knast. Ist hier richtig auf Zitronensaft, Alter. Nicht verfügbar. BMW-Fahrer halten wir wohl nicht an, oder was? Warte, dann gebe ich jetzt hier Signal. Wir machen eine Verkehrsmessung. Eine eindeutige. Sie werden jetzt verkehrsgemessen. Beruhige dich, Alter. Hans, nimm die Hände vom Lenkrad. Hans. Okay, du musst jetzt ein bisschen zufahren. Wir können erst messen, wenn du schnell genug bist. LOL. Zieh die denn rein? Jetzt fahr! Was machen die? Nein, da kann ich nicht weiter! Nee! Ich bin so traurig, Alter. Ich fühle mich übelst defeated. Da ist sie wieder! Halt! Das Schrotgewehr! Die muss an mir vorbeifahren. Trau dich! Oh, Beschädigung von Staatseigentum. Was macht der denn da neben mir? Alles in Ordnung? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Warte, die schnapp ich mir jetzt, Alter. I don't care. Neue Mission. Verfolgung. Yes. So, ich probier's jetzt nochmal. Bitte anhalten. Die macht das aber nicht von alleine. Fährt sie jetzt an mir vorbei? Warte. Sie kommt nicht vorbei, oder? Fahr rüber? Ja, anhalten. Oh mein fucking Gott, Alter. Okay, stopp. Ja? Do it. Tritt auf die Bremse, Alter. Perfekt. Ich hab's geschafft. Komm her, du. Yes. Ich mach dich fertig, Alter. Neue Mission, hallo. Fahrzeugkontrolle. Hallo. Moin. Drogen und Alkohol. Haben Sie etwas getrunken? Natürlich nicht. In Knast! Oh! Wie auch immer. Und was war's jetzt? Was war denn jetzt? Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Nein, auf keinen Fall. Ah, natürlich nicht. Drogenschnelltest. Ah, du tust jetzt aus wie mit deinem einen Auge. Das andere Auge, das ist so richtig am Durchdrehen da unter dem Pony. Die fährt kreuz und quer. Das Spiel kann mir nicht erzählen, dass sie nichts intus hat, Alter. Einen ganzen Sandkasten hat sie durch die Glase gezogen. Dokumente. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Ich knaste die jetzt ein. Ist mir egal, was in meiner Akte steht. Da habe ich jetzt so lange für gearbeitet. TÜV abgelaufen. Ich wusste es, das Schwein. So, wir verhängen jetzt mal ein saftiges Bußgeld. Ja, genau. Bußgeld von TÜV für Monate abgelaufen. Schlimmste erwischt. Das Urteil wurde an Ort und Stelle vollstreckt. Den Henker von der A5 nennen sie mich. Erste-Hilfe-Kasten fehlt. Was weiß ich denn? Da habe ich noch nicht nachgeguckt. Das war eine geile Aktion, Hans. Bitte, wenn jemand fragt, es ist nichts passiert. Alles klar, wir haben nie jemanden kontrolliert. Fahr jetzt nach Hause, Alter. Ich glaube, ich habe... Hans, ich muss auch ganz dringend. Aber beherrsch dich. Ist hier an der Ecke einfach noch die ganze Nacht mit dem Disco. Ich wollte sagen, das ist fast so schlimm, wie wenn Leute mit Videospielen Geld verdienen. Kann die nicht leiden, Alter, die Typen. Und dann haben die immer so bunte Haare und so einen Scheiß. Was ist bloß aus der Welt geworden? Ich warte jetzt drauf, bis ich eine richtige Mission hier kriege. An alle Einheiten. Ja? Ein Verkehrsunfall mit zwei Parteien. Da konnte wohl jemand nicht schnell genug in den Urlaub kommen. Keine Personenschäden, etwas Unordnung und Blut.
Blech. Oh, schade. Wer übernimmt den Einsatz? Neue Mission, Urlaubsstress. Das klingt nach Musik in meinen Augen. Ohren. Überall. Ui, als Bremsen! Perfekt! Ideal bestens! Der Trick. Oh. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Warte. Ich hab die Personalien auch. Genau so machen wir es. Oh, guck mal! Damit das auch realistisch so wirkt, als wollten die in Urlaub fahren. Wahrscheinlich einen aufgeblasenen Ball mit dir in deinen kleinen Golf oder was. Natürlich, freilich. Nee, ist geil, Hans, dass du so mithilfst. Du bist wirklich richtig fleißig. Guck mal. Ich klau das jetzt. Was gucken sie denn so, wollen sie verhaftet werden? Ich brauch ganz viel Kaffee, Alter. So, alle Objekte entfernt. So, sagen Sie mal, was ist denn hier eigentlich los? Hallo zusammen. Geht sind es Sie bescheuert Ihnen gut? Oder was? Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, wir sind okay. Aha. Der Urlaub ist hin. Wenn du nicht so gerast wärst, dann wären wir schon fast auf der Fähre. Oh mein Gott! Ganz ruhig und einer nach dem anderen. Wer von Ihnen ist gefahren? Ich. Könnten Sie mir bitte den Unfall aus Ihrer Sicht schildern? Ganz schön scheiße gelaufen, ne? Wie ein Henker ist der gefahren. Frau Seiler, ich möchte zuerst von Ihrem Mann hören, wie sich der Unfall zugetragen hat. Nee, die haben sich wir waren jetzt auf dem Weg zu einer Fähre und ziemlich spät dran. Weil jemand viel zu lange zum Packen gebraucht hat. Und weil mit der Fähre, jemand dann Alter. Den Kofferraum extrem vollgepackt hat, konnte ich nach hinten nichts wenn mehr sehen. Wenn ihr einen aufgeblasenen Ball also wieder schuld? Das ist ja wohl das Letzte. Bitte, beruhigen Sie sich. Naja, ich habe ein Auto beim Spurwechsel übersehen und bin in Schleudern geraten. Okay, das reicht mir vorerst. Herr Seiler, mit dem Hawaii-Hemd. Ja, guck mal, die hat das gleiche an. Im Partnerlook. Deswegen ist er dem hinten aufgefahren. Könnten Sie mir ein paar Fragen beantworten? Wenn nicht, schieße ich sie ab. Uns ist nichts passiert, wenn Sie das meinen. Nee, das meine ich nicht. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Beschreiben Sie mir bitte den Unfall aus Ihrer Sicht. Naja, wir waren auf dem Weg in den Urlaub und hatten es etwas eilig. Aber es hätte noch gut gepasst, wenn das andere Auto uns nicht geschnitten hätte. Ja, das dachte ich mir. Auf den Urlaub freuen wir uns jetzt schon seit einem halben Jahr. Genau. Naja, der andere Wagen wollte uns überholen, ist aber viel zu früh wieder auf unsere Spur eingeschert. Nein. Kein Wunder, so voll wie der Wagen beladen war. Krass, oder? Natürlich, das hat der gecheckt. Der ist das ein Cringe. Der hat die Situation komplett durchschaut. Dem machst du nichts vor, Alter. Urlaub. Sie waren auf dem Weg in den Urlaub? Ja, kurios. Wir mussten noch eine Autofähre erwischen, aha. Die jetzt natürlich ohne uns ablegt. Wenigstens ist deren Urlaub auch versaut. Okay, ich habe alles, was ich brauche. Ich komme gleich nochmal auf Sie zurück. Warum komme ich gleich noch auf die zurück? Das ist die blanke Körperbeherrschung, wie ich das hier mache. Vollständige Unfallskizze. Ah ja, die hier, stimmt. Oh Mann, das war anders? Ja, so hier, oder nicht? Das ist doch egal, ich hab doch Fotos. Ach komm, Alter, der hat die übelst dicken Arme, holy shit. Der vermobst den gleich. Der hat Angst. Du war eigentlich weg. Okay, also da krieg ich einen richtigen so, Ärmel. So, was den Unfall angeht, habe ich alles Nötige aufgenommen. Seien Sie froh, dass niemandem was passiert ist. Gehen Sie Ihre Urlaubsvorbereitungen beim nächsten Mal etwas eher an. Und wenn Sie ohnehin Sie das gleiche Reiseziel hatten, auf. Sollten Sie vielleicht zukünftig zu viert in den clean. Urlaub fahren. Also wie kommen Sie eigentlich auf so eine dämliche Idee? Ach, sei ruhig, Tobias. Der Polizist hat ja recht. Tobias? Der Winky? Es ist einfach so ein Genuss. Es ist einfach... Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, Alter. Ich bin halt einfach komplett sprachlos. Hans, ohne deine Mithilfe hätte ich das nie geschafft. Ah, gut, dass du kommst. Ein LKW ist an einer ungünstigen Stelle liegen geblieben. Der kann da auch noch eine Weile länger liegen. Es ist 1.39 Uhr. Abgelehnt. Mr. Becker, haben Sie eigentlich noch mehr Partner zur Auswahl, oder? Ja, jedenfalls, liebe Leute, das war eine weitere Episode von Autobahn Police. See you later 2.
Dafür könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns, ich wollte gerade sagen, beim nächsten Mal, aber sicher bin ich mir da echt noch nicht.